am Land und doch in der Stadt. Genau gesagt im Nordwesten Wiens liegt er, der 19. Bezirk. Wer in Döbling wohnt, hat mitunter Wienerwald und Weinberge vor der Tür. Oder aber die Donau. Das ist eben das Schöne. Also wir haben hier eigentlich von allem ein bisschen was. 2004 hängt Jutta Ambrosic ihren Job als Grafikerin an den Nagel und verschreibt sich ganz dem Rebensaft. Wir fahren jetzt ins Rosengartl. Das ist ein bezaubernder Weingarten. Ich kriege jetzt auch gerade wieder Gänsehaut, weil es wirklich absurd schön ist. Hier wird wirklich trainiert. Wirklich trainiert ist. Ja. Ich bin eigentlich jeden Tag da. Also es geht 7-mal die Woche. Ich finde, es ist ein fabelhaftes Bauwerk. Es, wenn man denkt, so eine lange Wurst wie die ist, das ist so abwechslungsreich. Und so schöne Details, wenn man sich nur anschaut, die Türklinken oder überhaupt die Haustore. 1930 ist Doris Nasti gemeinsam mit den Eltern und den zwei Schwestern Renate und Irmtraut in die Wohnung an der Heiligenstädter Straße eingezogen. Wir sollten nicht, aber natürlich sind wir rausgelaufen. Es waren ja auf der Heiligenstädter Straße zwischen den Schienen vom D-Wagen, es ist so hoch das Unkraut gewachsen. Und da hat es so viel Marienkäfer gegeben. Und da sind wir immer gegangen, Marienkäfer sammeln. Und da wäre ich fast einmal zusammengeführt worden vom D-Wagen, weil ich so vertieft war. Ins Krapfenweidelbad, kurz Graber, zieht es im Sommer Badewütige aus der ganzen Stadt. Vor allem wegen der grandiosen Aussicht. Und es war das erste Bad der Stadt, das ab dem Sommer 1979 oben ohne Liegen erlaubt hat. Bezirksporträt Döbling, das W24-Spezial.